Damit gelangen wir nun zu den Punkten 3 bis 5 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte bzw. ein Bericht und Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Hinsichtlich der einzelnen Ausschussberichte verweise ich auf die Tagesordnung. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.